Wie auch auf dieser Konferenz geht es in diesem Beitrag um Open Source Software. Aber diesmal aus einem anderen Blickwinkel, denn es geht diesmal ums Geld. Ja, wir alle brauchen Geld und wir wollen uns jetzt anschauen, warum Open Source Software Projekte finanzielle Unterstützung benötigen. Wir alle lieben ja Open Source Software und nutzen diese gerne. Wir vor allen Dingen aus dem Geospatial-Bereich und wir sind froh, dass sie da ist, dass man sie so leicht skalieren kann, zum Beispiel auch in der Cloud und ja, dass wir frei auf diese Software zugreifen können. Wir nutzen diese beruflich und auch im privaten Umfeld und manche Unternehmen bauen auch ihr Geschäftsmodell auf Open Source auf. Ja, deshalb ist es unvorstellbar, wenn jetzt hier eine Komponente oder alle nicht mehr verfügbar wären. Das wäre sehr problematisch und vor allen Dingen, wenn das wichtige Bausteine in der eigenen Architektur sind. Ja, deshalb sollten wir uns immer darüber im Klaren sein, dass die meisten Softwareprojekte keine Freizeitprojekte sind, sondern da EntwicklerInnen oder Firmen in irgendwelcher Weise von dieser Software leben. Und wenn wir Interesse am Fortbestehen haben, dann sollten wir über die Förderungsmöglichkeiten nachdenken, die eigenen Förderungsmöglichkeiten oder die meines Unternehmens oder der Behörde. Ja, wie kann denn jetzt so eine finanzielle Förderung erfolgen? Oft sind dabei ja die Nutzerinnen der Software nicht unbedingt die, die über das Budget verfügen. Und daher ist es vor allen Dingen auch wichtig, dass von Seiten der Nutzerinnen die Notwendigkeit der finanziellen Unterstützung an die Budgetverantwortlichen weitergegeben werden. Außerdem sind die Förderungsmöglichkeiten nicht immer offensichtlich und deshalb möchte ich hier ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie diese erfolgen kann. Sie können Projekte direkt fördern. Die Möglichkeiten finden Sie auf der jeweiligen Webseite des Projektes oder hier zusammengestellt auf der OSGEO GitHub-Seite mit Links beispielsweise zum GEDAL-Projekt oder zum QGIS-Projekt oder anderen Projekten, wo eine direkte Förderung möglich ist. Sie könnten auch durch eine Vereinsmitgliedschaft ein Projekt fördern. Der QGIS.de beispielsweise oder der Foskis-Verein ermöglichen dieses. Der QGIS.de hat beispielsweise zum Ziel, das QGIS-Projekt zu fördern und fördert dieses als großes Fördermitglied jedes Jahr derzeit mit 9.000 Euro. Das heißt, über Ihre Vereinsmitgliedschaft könnten Sie dazu beitragen. Sie können darüber hinaus aber auch zweckgebundene Spenden an den Verein übergeben, die dann direkt an das Projekt weitergegeben werden. Sie könnten die OSGEO, also die Open Source Geospatial Foundation, fördern, zu der sehr viele Projekte gehören und über das Budget der OSGEO, das jedes Jahr verabschiedet wird, laufen dann auch wieder Gelder zurück an die Projekte. Sie können Konferenzen fördern und darüber Projekte fördern. Sie können Einzelpersonen fördern, wie hier beispielsweise den Yves Rouen über GitHub. Da gibt es hier so einen Sponsoring-Button, da können Sie den Betrag auswählen und können entsprechend dann eine Person oder auch ein Projekt oder eine Organisation sponsern. Dann können Sie die Regina Obe beispielsweise hier über Patreon sponsern, auch ein Sponsoring einer Einzelperson. Oder Sie können über eine Zuwendung an Organisationen, wie beispielsweise Lumfocus oder Open Collective, Gelder an Projekte weitergeben. Diese Organisationen dienen als Schnittstelle. Und Namfocus beispielsweise fördert viele Python-Projekte, aber auch seit neuestem das GEDAL-Projekt. Wie schon angesprochen, Open Collective dient als Organisation und Sie können auch über Ihre Kleidung Projekte fördern, wie beispielsweise durch dieses wunderbare GEDAL-T-Shirt, was weltweit schon getragen wird, in unterschiedlichen Ausführungen. Dabei geht der Erlös zu 100% an das GEDAL-Projekt.
Ja, Sie sehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten und viele Wege, um Open Source Software finanziell zu unterstützen. Dabei muss es nicht zwangsläufig sich um hohe Beträge handeln. Schauen Sie nach Ihren Möglichkeiten und viel Spaß beim Unterstützen von Open Source Projekten. Es kann finanziell erfolgen, aber natürlich gibt es auch noch viele andere Möglichkeiten, wie Open Source Projekte gefördert werden können. Vielen Dank.